Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Ich freue mich riesig, dass ihr diesem Pokémon-Schwert-Video von mir gefunden habt. In diesem Video kommt, wie angekündigt, der Erhalt der Geheimgeschenke von dem Shiny Sarchan und Shiny Zamazenta. Wir schauen uns die beiden Pokémon etwas genauer an, Statuswerte, Attacken, etc. Und dann verlose ich euch auch an euch zwei Codes, beziehungsweise jeweils einen Code könnt ihr gewinnen. Entweder, falls ihr Pokémon Schwert habt, ein Code für Shiny Zamazenta, oder wenn ihr Pokémon Schild habt, ein Code für Shiny Zacian. Und wie ihr die Codes gewinnen könnt, das kommt am Ende des Videos. Springt dafür einfach auf circa Minute 6, da erkläre ich euch, wie das funktioniert, falls euch das Erhalten der Pokémon jetzt im Geheimgeschenk hier nicht so interessiert. Los geht's! So, wir holen uns jetzt auf Pokémon Schwert das Geheimgeschenk ab. Wie es ja mittlerweile in einem kleinen Update gab, kriegt man für eine Edition nicht beide, also nicht Shiny Sarchan und Shiny Zamazenta, sondern für Pokémon Schwert Shiny Zamazenta und für Pokémon Schild Shiny Sarchan. Also quasi das Gegenstück zu dem Pokémon zum Cover-Pokémon. Und da wir jetzt hier Pokémon Schwert haben, holen wir jetzt schnell Shiny Zamazenta ab. Shiny Sarchan habe ich mir auch auf meiner Schild-Edition geholt, also wir schauen uns gleich auch beide Legendäre nochmal genauer an, was für Attacken die so haben, was für Items sie tragen, etc., was so alles dazugehört. Und ich gebe jetzt mal ganz fix den Code ein und bestätigen wir das Ganze. Und dann bekommen wir jetzt für unsere Pokémon Schwert Edition Shiny Zamazenta. Da steht's auch, ein schillerndes Zamazenta. Sehr, sehr cool. Und da kommt es auch schon runtergeflogen. Tada! Shiny Zamazenta. Sehr, sehr cool. Dafür sollte es jetzt auch noch einen neuen Pokédex-Eintrag bei mir geben. Ja, da kommt er auch schon. Der Pokédex-Eintrag von Zamazenta. Dieses Pokémon vereint seine Kräfte mit einem Menschenkönig und rettet die Gala-Region. Es nimmt Metall in sich auf und kämpft damit. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und das schauen wir jetzt auch gleich noch in der Pokémon-Box an. Und da haben wir das Shiny Zamazenta. Level 100, Originaltrainer Arthur. Oh, King Arthur vielleicht. Sehr, sehr cool. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal gucken, wie das bei dem Sarchan noch aussieht. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Item, rostiges Schild. Mit diesem Schild soll ein Held erstmals groß Unheil abgewendet haben. So Rost sowie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Ja, aktuelle Erfahrungspunkte, ja, 1.250.000, ja, Level 100. Wir haben natürlich ein Shiny Trainer-ID, der 21.10.22. Okay. Ja, wackerer Schild. Dann Attacken haben wir Eisenschädel, Nahkampf, Eisenabwehr und Rundumschutz. Die kann man natürlich beim Attackenverlerner hier verändern. Herkunft, netter Ort, sehr nett. Schicksalhafte Begegnung Level 100, kann Treffer gut verkraften. Getroffen am 25.10.21, das ist heute, wo ich das aufnehme. Und dann haben wir hier noch das klassische Band, Band zur Auszeichnung von wahren Pokémon-Liebhabern. Und das Ganze ist natürlich im Jubelball. Zuger Titel Pokémon-Fan Zamazenta. Sehr, sehr cool. Und dann schauen wir jetzt auch gleich mal rüber für die Pokémon-Schild-Version, um uns das Shiny Sarchan anzuschauen. Also bis gleich. So, und jetzt hier fix rübergewechselt zu meiner Pokémon-Schild-Edition. Hier haben wir jetzt das Shiny Sarchan. Auch natürlich im Jubelball. Originaltrainer Lancer. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit King Arthur oder so zu tun hat. Das weiß ich jetzt gar nicht. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst, würde mich interessieren. ID-Trainer haben wir natürlich auch, die 21.10.22. Das trägt jetzt natürlich das Gegenstück, das rostige Schwert. Mit diesem Schwert soll ein Held erstmals Großunheil abgewendet haben. Rost sowie der Zahn der Zeit haben wir auch ihre Spuren hinterlassen. Die Beschreibung ist identisch. Wir haben es natürlich auch in Shiny. Hier muss ich sagen, das Shiny-Modell von dem Pokémon, vom Sarchan, gefällt mir sehr, sehr gut. Kühnes Schwert erhöht den Kampfantritt, bei Kampfeintritt den Angriff. Wir haben Eisenschädel, Knuddler, Schwerttanz und Sanktoklinge. Auch hier natürlich wieder kann man natürlich die Attacken beim Attackenverlerner verändern. Auch hart, Herkunft, netter Ort, schickerhafte Begegnung Level 100, es ist etwas eitel.
Und auch am 25.10. heute, wo ich das Ganze hier aufnehme. Und wir haben das identische klassische Band zur Auszeichnung von wahren Pokémon-Liebhabern. Pokémon-Fan-Sarchian ist der entsprechende Titel. Sehr, sehr cool. Und da haben wir die beiden, das schillernde Sarchian und schillernde Zamazenta. Ein bisschen schade, dass man nicht beide für beide Editionen bekommt, sondern, wie ich ja schon gesagt habe, für Pokémon Schwert bekommt man Zamazenta und für Schild bekommt man Sarchian. Es wäre irgendwie ganz cool gewesen, wenn man beide hätte bekommen können. Gut, aber das soll es dann soweit mit den beiden mal gewesen sein. Und ich switche jetzt kurz rüber auf ein anderes Bild, weil ich habe noch etwas, wie schon versprochen, angekündigt für euch. Und zwar verlose ich euch jeweils einen Code für Pokémon Schwert, dass ihr Shiny Zamazenta bekommt, und Pokémon Schild, dass ihr Shiny Zacian bekommt. So, und bevor ich euch noch erzähle, was ihr machen müsst, um diese beiden Pokémon bzw. den Code für jeweils Zamazenta und Zacian von mir verlost zu bekommen, switchen wir nochmal hier ganz kurz rüber ins Pokémon Camp, wo ihr jetzt gerade, während ich euch das erzähle, die beiden Pokémon nochmal in Action, nicht in Kampf-Action, aber in bewegtem Bild begutachten könnt. Genau, und was müsst ihr jetzt dafür machen, um von mir einen der beiden Codes zu gewinnen? Ist eigentlich ganz einfach. Als erstes natürlich abonniert meinen YouTube-Channel, das freut mich natürlich riesig, hilft auch für die Reichweite. Ansonsten schreibt hier einfach einen Kommentar, in den Kommentar schreibt ihr rein, welches von beiden Pokémon ihr haben wollt, beziehungsweise welche Edition ihr habt, also ob ihr Pokémon Schwert habt und dann Shiny Zamazenta bekommt, oder ob ihr Pokémon Schild habt und dann Shiny Zacian bekommt. Das einfach ab in die Kommentare. Könnt ihr auch noch gerne dazu schreiben, welches ihr cooler findet, bei welchen ihr das Shiny cooler findet mit der anderen Farbvariation. Ansonsten freue ich mich auch riesig, wenn ihr dem Video noch einen Daumen da lasst. Das müsst ihr allerdings nicht machen, um hier teilzunehmen. Und dann switcht ihr kurz rüber. Ihr geht in die Videobeschreibung. Da seht ihr meinen Twitter und meinen Instagram-Link. Geht da drauf, switcht rüber, dass ihr mir dann nämlich eine persönliche Nachricht schicken könnt, und schickt mir dann auf einen der beiden, könnt ihr euch aussuchen, einen Screenshot, wo ich erkennen kann, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, damit ich auch das an meine Abonnenten weitergebe. Natürlich, das hilft natürlich mir für die Reichweite, dass mein Kanal mal wieder ein kleines bisschen mehr wächst. Und natürlich auch für euch, damit ich eben euch direkt zuordnen kann. Und das Ganze läuft dann, also es fängt heute, wo ich das Video hochlade, am 30. November, fängt das Ganze natürlich an, also jetzt fleißig kommentieren. Und das Ganze läuft dann bis zum 14. Dezember. Am 14. Dezember, beziehungsweise Nacht vom 13. auf den 14. werde ich dann einen Cut machen, und am 14. kommt dann auch schon direkt ein Video online, wo ich dann erzähle, wer den Code gewonnen hat. Und dann habt ihr noch Zeit, bis zum 31.12. den Code einzulösen. Also noch 2 Wochen und 3 Tage, also alle Zeit der Welt. Also ab heute, wo das Video online kommt, 2 Wochen. Abonniert meinen Kanal, schreibt einen Kommentar, welche Edition ihr habt. Switcht rüber zu Instagram oder Twitter, am besten Instagram, da bekomme ich es am ehesten mit. Und schickt mir einfach eine persönliche Nachricht mit einem Screenshot, wo ich sehen kann, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Und dann könnt ihr ganz einfach einen Code für Shiny Sarchat oder Shiny Zamazenta von mir gewinnen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung. Lasst gerne noch ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr sowas wie das hier öfter haben wollt. Vergesst nicht zu abonnieren, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.